Ja, herzlich willkommen bei Freelance MC. Ich bin Tarik Elvis und ich mache heute mal eine kleine Solo-Mission. Und zwar werde ich eine Lieferung machen. Hier wurde mir ein Ort angegeben, den ich aufsuchen soll. Ein Wrack. Dort ist was verloren gegangen. Ich muss das wieder beschaffen und zurück zu einem Lieferort bringen. Diese Missionen sind Cargo-lastig, das heißt, es muss Fracht in ein Schiff gebracht werden. Dazu nutzt man oder dazu nutzt man am besten eben ein Schiff, in dem man auch Fracht einlagern kann. Es ist bei einer Mustang eher schwer, bei einer Aurora geht es noch. Man könnte es da hinter dem Pilotensitz ablegen, weil man im All in das Schiff hineinschweben kann und die Fracht wäre dann drin. Bei einer Aurora Mustang ist es schwieriger, weil der Einstieg einfach nicht dafür geeignet ist. Ich hier habe das Glück, mit der Freelancer das heute zu machen. Ja, und schauen wir einfach mal, wo wir da loslegen. Ja, okay. Gut, dazu habe ich schon was vorbereitet. Ich bin mal auf mein Schiff gegangen, habe die Mission mir ausgesucht über das MobiClass, einfach hier unten über Contract Manager eine Mission annehmen. Ihr könnt euch über Generals und Personal Missionen aussuchen. Ich habe hier in Accepted schon die Mission ausgewählt. Ich muss erstmal zu einem Punkt fliegen, das wird auf dem mittleren Bereich hier angezeigt, Primary Object. Tiffs. Dort wird mein erster Weg mir vorgegeben. Ich soll nämlich zu einem Punkt gehen, wo das Paket aufgespürt wurde. Ja, über hier unten steht dann Track, also Annahme. Da wird mir der nächste Punkt angezeigt. Ihr seht auch hier oben links schon Wrecksite. Das heißt für mich ganz einfach: Wir springen dorthin, suchen. Dazu auch wieder MobiClass öffnen oder in dem Fall habe ich gleich mal die ja komplette Map geöffnet. Uns wird hier hinten in dem Bereich der Quantum Beacon angeboten, zu dem wir hinspringen müssen. Set as Destination. Wir gehen aus dem Glas wieder raus. Wir sind schon in der Vorwärtsbewegung und springen einfach mal zu diesem Wrack. Bingo! War Richtung Delamar, also wo die Levski-Landezone auch ist. Das ist immer wieder ein richtig schönes Schiffchen. Und so Solo-Missionen machen auch mal Spaß. Natürlich ist das Ganze in der Gruppe Multicrew mit mehreren Leuten zu spielen auf jeden Fall schöner. Na, 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 Kumpel. Nicht ausbüchsen, wir wollen da runter. Ah, wir haben schon einen Kontakt. In dem Fall ist da wahrscheinlich schon einer vor Ort. Ich persönlich mache das nicht immer. Man muss sich dann hier um andere noch kümmern. Oder die kümmern sich um einen selbst. Ich boost mal ein bisschen runter. Sind noch 2 Kilometer entfernt. Wir haben hier das Wrack. Wenn ich das Wrack erreicht habe, wird in der Regel auch mir dann der The Goods. Ist wahrscheinlich innen. Wir gehen auf langsamer. Das ist eine Aurora hier. Und zwar direkt voraus. Wir halten an. Ich drehe mal das Schiff rum, weil ich will hinten aussteigen. Okay. Ich lasse das Schiff offen, ich gehe nur mit H jetzt raus. Und zwar zur Heckklappe.
Ja, da lässt sich einfach schöner einsteigen und aussteigen. Immer so über die Leiter raus. Ist im All ein bisschen unbequem sein. Oder ja, umständlich. Ich habe mal das Licht angemacht. Ich ziehe auch mal die Waffe. Ich weiß ja nicht, was einem hier erwartet. 11 Meter voraus. Wir gehen langsam rein. Ja, im All muss man aufpassen, dass man sich nichts tut. Da ist schon ein Pilot. Vermutlich. Oder einer, der zur Crew gehörte. Da ist auch die Fracht schon, die wir abholen sollen. Ich stecke mal die Waffe weg mit C. Pickup. Die Fracht wurde aufgenommen. Ich kann jetzt wieder raus. Wir werden auch das Loch, sag ich mal, nutzen, was da vorne ist, um zu unserem Schiff zu kommen. Und schon sind wir draußen. Da drüben ist die Freelancer. Ich hoffe nur, dass es hier nicht krachen geht. Was macht der Kollege da? Schau mal. Auch schön, ne? Wir gehen rein. Da ist einer angekommen. Ja. Wir haben noch unsere Kameraansicht aktiviert gehabt. Junge, mach keinen Blödsinn, darum seid ihr. Okay. Nein, 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 nein. Wir müssen drinnen auf den Boden fallen, sonst macht es keinen Sinn. Ich mach die Luke zu. Ich stell's mal hier ab. Wenn es funktioniert, ja, sage ich euch Bescheid. Okay. Schön auf so eine Magnettafel hier. Vor ins Schiff gehuscht. Wir nehmen Platz. Thema müsste noch an sein, vermute ich. Ja. Yep. Wir geben Gas und ziehen raus hier. Auch gleich Landing Gear rein. Uns wird auch als nächste Option von der Deliver angezeigt, also Lieferung, liefern, der Ort, wo wir hin sollen. Ich gebe mal ein bisschen Gas, dass wir hier wegkommen. Ich vermute auch fast, dass das Wrack für mehrere Missionen genutzt wird, um dort irgendwas abzuholen. Deswegen waren da auch jetzt zwei andere Schiffe. Wir schauen mal ins Mobiclass. Dort wird uns vermutlich Accept angezeigt. Ja, to Grimhex. Also wir fliegen zu Grimhex. Mobiclass öffnen. Grimhex befindet sich bei Crusader Yela. Yela ist hier. Yela ist hier. Wollen wir gleich Grimhex düsen? Wir düsen gleich Grimhex.
Okay, Gas. Out of range. Ich weiß nicht warum. Ich springe einfach mal. Geht nicht. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich... Yep, Jella anspringen. Wir springen Jella an. Und das sollte funktionieren. Ja, geht schon die Reise los. Geliefert soll werden nach Jella. Ich weiß zwar jetzt nicht hundertprozentig, aber ich vermute fast unten mit dem Fahrstuhl runter und unten bei dem Trading Center. Wow. Es ist immer noch gefährlich, hierher zu springen. Ich bremse ab. Wir werden Jela suchen. Jela sind wir, ja. Wir werden Grimhex suchen. Vermutung liegt aber nahe. Cooldown, da hinten ist ein Punkt, dort ist ein Punkt. Okay, ich habe bitte den Power Bug hier. Ich muss mal kurz die Motoren ausschalten. Also die Antriebe off. Ich mache mal die Power off. Dann treiben wir mal ein bisschen hier rum. Weil ich habe das Problem in der Freelancer, dass nach so Sprüngen eben die der Schubregler, ich sehe selber gerade, nicht mehr will. Engine on. Und das macht er auch gerade hier. Okay, das gefällt mir gar nicht. Ja, wie habe ich das Problem gelöst? Ich weiß es gar nicht. Engine off. Ich werde mal aufstehen, mich wieder hinsetzen. Wir treiben hier im Asteroidengürtel rum. Toll, und steh auf. Keine schöne Sache. Aber ich hoffe, es wird jetzt wieder gehen. Ja, so Mistakes passieren eben. Fällt mir aber nicht. Okay. Engine ist off, wir machen Power off und dann gehen wir gleich mal Flight Ready. Vielleicht bringt sie was. Nein, bringt auch nichts. Ich kann nur über meinen Striven reduzieren. Zwar bis auf 0, aber wir schauen mal, wo wir hingehen. Und zwar wird mir hier oben das Ziel angezeigt. Na, na. Ich verfolge den Pfeil, ich verfolge den Pfeil, ich verfolge den Pfeil. Ich werde doch nicht schon in der Nähe sein. Okay. Wir müssen in die Map. Wo sind wir zu Hause? Ich scroll mal raus. Crusader. Jela. Jela. Und hier möchte ich aber noch zu Grimhex. Cargo. Cargo. Jela bin ich. Ich möchte zum Cargo. Deliver. Hier. Ja, ich bin ja Cargo Deliver, da will ich ja hin. Go to my position. Grimhex. Destination. Jetzt haben wir es lauter. Jetzt sind wir drin. Ja, wenn alles funktionieren würde, wäre es einfach. Ah, da hinten. Okay.
Ja, der Bug ist noch drin. Ich kann leider nicht Runde boosten. Ah, okay, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Es ist ein Boost-Fehler, also ihr müsst nochmal boosten. Dann, jetzt läuft alles normal über Schieberegler hier. Hodas. Wir springen nach Grimhex. Entschuldigt bitte, falls das schräg ankommt hier, aber es ist eine Alpha. Und. Wir wollen auf Grimhex landen. Dazu schauen wir uns erstmal um, wo wir hingehören. Hier unten sind vermutlich die Landing Pads. Ist immer sehr aufregend hier auf Grimhex, nicht irgendwo anzustoßen. Mein Licht an mit der Taste 5. Ob wir auf der richtigen Seite sind, sagt uns gleich das Licht. Ich vermute es nämlich mal wieder nicht. Ich hatte gestern auch eine riesen Suchaktion. Das hier unterhalb sieht gut aus, würde ich sagen, fast schon. Solltet ihr davon? Nee, das ist glaube ich nicht. Das ist der Hintereingang. Oder? Ich gehe mal weiter ran. Ja, der Hintereingang, da wollen wir nicht hin. Zieh mal raus. Ich glaube, wir müssen einmal rum. Und zwar auf die Seite. Ja, ist jetzt wieder selber das hier. Frame-Einbrüche. Ja, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Und zwar direkt unter uns. Sind die Landedecks. Ich mache eine Landeanfrage. Wir haben das Fahrwerk raus. Entschuldigt. F1. Ihr könnt hier unten über die Com-App den Landeservice anfragen. Er weist uns gleich was zu. Da hinten. Und wir landen. Heute mal nicht in der Third Person, sondern wir gehen so rein. Realistisch, Anführungsstriche. Wir müssen dann die Fracht rausholen. Das heißt, ich werde mich um 180 Grad drehen, sodass ich mit der Schnauze nach von hier aus jetzt rechts stehe, mit dem Heck hinten. Oder mache ich das gleich? Das machen wir gleich. Gut. Mal einen Blick nach drüben. Genau. Also um 180 Grad. Das heißt, wir müssen uns Richtung dem Schatten da drüben stellen. Blinklichter. 180 Grad. Nicht 180 Grad. Hier sind es 90 Grad. Ein bisschen runter. Runter. Jetzt muss ich doch noch hingucken. Ich sehe es sonst nicht. Okay. Wir ziehen zurück. Ist immer schön. Ein bisschen eindrehen.
und going down. Ordentlich. Landing complete. Have a business to say. Jawohl. Wir schalten unser Schiff aus. Engine off. Und schon steht das Boot. Wir steigen aus, holen die Fracht und gehen rein. Normalerweise müsste, genau, ihr seht selber, hier. Der Deliver wird mir auch noch angezeigt. Wir müssen nach unten fahren. Dort muss die Lieferung hin. Wir nehmen hier unser Paketchen auf. Pick up. Beeilen uns ein bisschen. Ein paar Schritte mehr sind immer gut. Und wie steht hier nicht gleich einer? Das soll gelandet sein. Jo, sieht sogar gut aus. Okay. Mach's natürlich zu. Muss nicht sein, dass mir hier einer was reinträgt. Hier warten wir auf unseren Lift. Also kein Lift, ist ja die Schleuse. Druckausgleich und wir gehen zum Fahrstuhl. Ihr seht selber, da unten ist es die Markierung, 83 Meter. Zu den Fahrstühlen geht es hier hinten. Einen Fahrstuhl rufen. Habe ich eigentlich über das Geld schon gesprochen, was wir hier kriegen? Nee. Contract. Accept. 105 Alpha UEC. Also. Ja. Pick up. Jetzt habe ich es da hergeschmissen. Junge, ich will da runter. Gott. Also 105 Alpha UEC, das ist nicht die Bohne, ne? Also solche Missionen sind eine Alternative zum Gameplay. Reich wird man nicht dadurch. Natürlich kann man auch 10.000 solcher Missionen machen und jedes Mal 100 UEC verdienen. Ich habe aber schon das Paket nicht mehr, oder? Verdammt. Warum? Ey, sei bloß jetzt da drin. Sei bloß jetzt da drin. Doch, ich hab's doch. Ach, in der Hand trägt das. Yo. So ein Kofferträger, ja. Wir müssen, glaube ich, hier rein. Da hinten ist dieses... Er ist jetzt selber 17 Meter. Hier ist dieser Shopping, nicht Shopping, Trading Area. Hier drüben stehen die Terminals auf Grimhex. Hier könnt ihr eure Ware. Und wir... Ich schmeiße es mal hin. Indem ich, glaube ich, eine Waffe nehme. Das geht natürlich hier nicht. Möchte jetzt fast behaupten, dass hier die Mission abgeschlossen ist für euch. Ich habe gerade ein Problem mit dem Abstellen. Ja, PS, ich habe es doch noch geschafft, das Ding wieder aufzuheben. Ich versuche es gerade mal hier zu liefern. Place. Ah. Place. Jetzt müssen wir es bloß noch loswerden. Okay, dann wird mir die Box angezeigt, wo ich sie hinstellen kann. Das sieht gut aus.
Lieferung erfolgt, Junge. Und jetzt her mit der Kohle. Oder? Gib mir die Kohle. Nicht? Naja, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Gehen wir wieder fort. Macht ja nichts.